10 Pen, Filmstar in Umvolodymyr Zelensky. Hollywood-Star 10 Pen, 62, fürchtet um das Leben von Volodymyr Zelensky, 45. Der ukrainische Präsident und dessen Familie seien Ziel Nummer 1 und es sei eine überwältigende Sorge für ihn gewesen. Zelensky nicht mehr wiederzusehen, sagte Pen auf der Berlinale Pressekonferenz am Samstag. Diese Sorge habe ihn täglich beschäftigt, auch angesichts der Zerbrechlichkeit des Lebens, so der 62-Jährige. Für die Doku Superpower hatte Pen zusammen mit seinem Regiekollegen Aaron Kaufmann den Staatsmann seit Kriegsbeginn mehrfach besucht. Das Ergebnis stellte er in Berlin nun als Weltpremiere vor. Dabei wurde er auch nicht müde zu betonen, dass man die Hilfen für die Ukraine auf allen Ebenen intensivieren müsse. Pen interviewt Zelensky während des Films dreimal persönlich, das erste Mal am Tag nach dem ersten Raketeneinschlag in Kiew im Jahr 2022. Dabei habe Zelensky sich über Nacht von einem ehemaligen Komiker in einen unermüdlichen Kommandeur verwandelt. Es war eine sehr bewegende Art und Weise, jemanden kennenzulernen, und diese Zuneigung wuchs mit der Zeit, sagte Pen über seine erste Begegnung mit Zelensky. Abgesehen davon, dass ich meine Kinder bei ihrer Geburt kennengelernt habe, war dieser Tag mit diesem Mann der Höhepunkt, an dem ich ein großes menschliches Herz voller Mut kennengelernt und gespürt habe. Anführungszeichen. Superpower ist Teil der Sektion Berlinale Special. In der Kategorie ist auch die britisch-amerikanische Doku Boom. Boom. The World vs. Boris Becker von Alex Gibney, 69, zu finden. Darin dreht sich alles um den ehemaligen Tennis-Superstar. Ebenfalls gezeigt wird der Horrorfilm Infinity Pool des kanadischen Regisseurs Brandon Cronenberg, 43, mit Alexander Skarsgård, 46, und der Animationsfilm Loriots große Trickfilmrevue. Die 73. Internationalen Filmfestspiele finden vom 16. bis 26. Februar in Berlin statt. 18 Filme konkurrieren im Berlinale-Wettbewerb um den goldenen und die silbernen Bären. 15 Filme werden als Weltpremiere gezeigt, außerdem sind 3 Debütfilme vertreten. Die Berlinale zählt neben Cannes und Venedig zu den großen Filmfestivals der Welt. Trage de mine caracterul meu de fier, că baie ploaie vând niciun curcubeu. Dar ce că toate astea-s doar în capul meu. Și-mi zice du-te, nu mai sta, tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă. Grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii-ți poți imagina că lumea e a ta și în plus poți să sari sus, sus, sus.